Also, starten wir das Rennen. Und gleich mal gucken. Ja, die Waffe vergessen. Wenn der da laden würde. Und was kommt? Jetzt haben wir auch gewusst. Die verpasse ich eh meistens. Wow, fast hätte ich mich getroffen. Fast hätte ich das abgerufen. Wir haben den Eva vom Arsch dahinter. Sekt der Elan. Das ist natürlich eine ganz fiese Abzweigung. Leck mir doch die. Die ist aber mega fies. Da ziehst du wirklich nach links um, die knallst du voll ins Inseln rein. Ganz fiese Abzweigung. Du Sau, du Elend, die bleibt einfach dort stehen. Du. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Dreckkiste läuft also wirklich nicht. Ey. Nein, die läuft nicht. Ich bin da nicht falsch geworden. Die Kiste läuft wirklich kein Schrott. Nach Platz. Arschgeige. Nur noch vierter Typ. Das ist ja auch nicht kaputt. Das ist einmal der fünfte, dritte, ja, genau, dritte. Wie schnell bist du in der vierten? Wenn jetzt der rechte Weg links ist, ist das besser, wie die anderen alle rechts sind. Oder ist das der schlechtere Weg jetzt? Und hier ist der gut. Ja, zwar gewonnen, aber boah. Das war fies, die Abkürzung da oben. So, fortfahren. Eine neue Belohnung. Und gibt's noch eine? Zwei neue Belohnungen. Fortfahren. Was gibt's? Neue Serie freigeschaltet. Und was wäre? Ah, Performance Serie freigeschaltet. Und was haben wir erhalten? Corvette GS Grand Sport. Super Serie. So, was heißt sie da zur Auswahl?
Oh, das haben wir ja gemacht, das zweite. Das haben wir gerade. Was haben wir da noch? Da unten ist noch etwas Neues. Wähle aus Amerikas besten Muscle Cars und bezwinge in diesem aggressiven Rennen von der Brücke das Silver Carrero bis zur Brücke des Memorial Highway deine Gegner. 11,6 Kilometer. Jo, komm, da machen wir doch noch. Oh nein, so ein bisschen geil. Das darf nicht wahr sein. Ah, da kann man ja nochmal. Über das Konzeptcar zurück in die Realität. Nach einer Pause von 7 Jahren ist der Chevrolet Camaro wieder da und erinnert in Stil und Performance an den ursprünglichen Camaro aus den 1960er Jahren. Der SS ist die leistungsgesteigerte Version mit einem 6,2 Liter V8 und Einzelradaufhängung vorne und hinten. Eine Neuheit für den Chevrolet Camaro. Das Gesamtpaket sorgt für ein sicheres und stabiles Kurvenverhalten. Klassische Camaro-Merkmale sind der lange Radstand, die V-förmige Front und der ausgeformte Powerdome auf der Motorhaube aus Aluminium. Die Dachlinie ist an die der Corvette angelehnt und verleiht dem Camaro ein Chevrolet-typisches Erscheinungsbild. Das kannst du nur in Schwarz nehmen, das sieht einfach so böse aus. 8000 für Gold, 5 für Silber und 2,5 für Bronze. Dritter Platz. Morgen am 7. wenn alles auf der Achter fährt. Ja, super. Hey. Aber in Amerika schafft wohl niemand um die Zeit. Also können wir doch ein bisschen Scheiße bauen. Mal gucken. So, von links über. Ja, die da geht. Hat du sagen. Da hat's nie. Für hat's mehr gemacht lang. Für hat's doch mehr gemacht lang. Und wenn man einen anderen nicht. Jetzt, wie gut ist das Ding? Ja, gut, super. Ja, gut. So gut, ja, gut, gut. Wenn man es optimal erwischt hat. Ja, die drucken doch schon, muss ich sagen. Die sind nicht einfach nur da irgendwie so statische Fahrer, die wirken die schon auf der Strecke, die Reifen. Und der Kampfjet. Was war das? F18. Super Hornet. Oder irgend sowas, ich weiß es nicht. So.
Wie lange haben wir 2 Kilometer bis in so viel? Oh! Nur 2. Das wäre doch besser kommen. Ja, das können wir nochmal dann wiederholen, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir können ja alle nochmal anwählen, also sollte ja das nicht so tragisch sein. Jo, dann machen wir da. Und dann wollen wir hier noch schnell schauen, was da ist. Ja, komm, machen wir das noch. Die Cops von Seacrest County verstärken ihre Präsenz immer mehr. Um darauf zu reagieren, wurde dein Wagen mit einem EMP-System nach Polizeistandard ausgerüstet. Das EMP-System feuert einen gerichteten elektromagnetischen Impuls aus deinem Wagen auf ein Zielfahrzeug. Das Ziel muss anvisiert werden, damit das System es korrekt erfassen und verfolgen kann. Nach dem Abfeuern musst du in Reichweite des Zielfahrzeugs bleiben und Sichtkontakt halten, damit das Verfolgungssystem aktiviert werden kann. Wird ein Cop durch den EMP getroffen, nimmt sein Streifenwagen Schaden und fällt vorübergehend aus. Nutze diese Zeit zu deinem Vorteil. Ja. Ui. Nehmen wir da. Das erste echte viersitzige Cabrio von Maserati ist ein neues und wichtiges Kapitel in der Geschichte des Unternehmens aus Modena. Der Gran Cabrio ist ein Auto für alle, die sich an stilvollem Design erfreuen und italienische Kraft und Eleganz zu schätzen wissen. Der 4,7 Liter V8 Saugmotor besitzt 2 obenliegende Nockenwellen pro Zylinderbank sowie 4 Ventile. So, ja, etwa 4 Ventile noch und so viel Zylinder. Etwa 5 Sekunden 0 auf 100 und jojo. Man kann es nachlesen. Gold oder Silber. So. Da und ich gegen die anderen, also das ist doch einmal eine interessante Idee. So EMP und auch die Nagelbremse haben wir noch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, Seacrest County Police. Ich kümmere mich um mehrere zu schnelle Fahrzeuge. Benötige Verstärkung. Gebt mir alles, was ihr habt. 8,6 Kilometer. Oh, jetzt haben die eine Tür, das hab ich gesagt. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Oh, abgebrochen, scheiße, falsche Taste. Oh, wo guckst du da? Jo, ich hab's gemerkt, du bist die falsche Taste gesehen. Ich muss sagen, da kann ich weg noch gut auf die Straße. Weißt du was? Du kannst mich mal. Alle Einheiten aufgepasst! Oh, die Sau! Du Drecksack, du Elend! Erfassung festgestellt, Ausweichmanöver einleiten. Straßensperre Level 10, 50, alle vorrücken. Ah, Softzock hat mich schon rausgebracht. Oh, Scheiße. Komm, EMP. EMP einsatzbereit.
Oh, du Sau! Was ist denn? Ihr Sack, ihr Elender. Ja, die Sicher sind ekelhaft. Verfolgung eines Maserati. Die Sicher sind wirklich ekelhaft. Aber noch sind wir vorne. Hey, es kommt so schnell. Alles gerascht. Der Einstieg finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen blöd. Kommst du gerade von einer Kurve wie jetzt? Und wo gehst du an? Natürlich gerade aus. Und ich habe Gambi nachgeguckt. Ah nein, schön, so schön. Cool. Beauty and the Beast. Du wirst als erster Gold erhalten. Und, jawohl, zwei neue Belohnungen. Ich suche wegen extremer Fahrerei, Gaserei. In meinem Massagrafi habe ich es nicht gesehen, so, wo ist er denn? Der hockt sicher daheim in die Stube vor dem PC. Oh, super cool, interessant. Coole Machina. Packendes Vollgaserlebnis. Jo! Dann sage ich mal da, machen wir ein Päuschen wieder. Und ich sage danke fürs Zuschauen und ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.